Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch. Ja, Foundation, da sind wir. Los geht's. Und ihr habt natürlich vollkommen recht gehabt, erfreute Besucher, schön. Ihr habt natürlich vollkommen recht gehabt, das mit dem Lager hing daran, dass ich ja nicht das Original Vanilla Lager genommen habe, sondern eben ein Mod Lager. Und das Spiel Etepetete, so wie es ist, will natürlich ein normales Lager. Jetzt will ich das aber nicht für immer haben. Na, deswegen werden wir uns hier einfach jetzt mal eine Stelle raussuchen, wo es nicht so viel stört. Nämlich hier. Und ich werde mal hier ein bisschen Platz machen. Zack. So. Haben wir mal zwischen den Kisten durch. So. Haben wir einen Durchgang. Und dann werden wir uns das Lager schnell bauen. Da ist es ja. Das hämmer ich mir jetzt einfach mal hier so hin, mitten in die Landschaft. Und danach kommt es ja auch wieder weg. So, bauen wir das gute Stück mal. Ich gehe mal mit der Zeit hoch, dass auch was passiert. Dann das nächste Problem war ja, dass die mir da nicht ins Haus gezogen sind. Und ich bin in alter Manier davon ausgegangen, dass natürlich die Modhäuser, denen es eigentlich relativ wurscht, wie die Umgebung ist, anscheinend mit dem neuen Update ist das jetzt auch nicht mehr wurscht. Ne, weil wenn wir gucken, ne, guckst du, unerwünschte Verschönerungen, ne? Nee, Fruchtbarkeit, aber bei den Verschönerungen, das ist hier natürlich nicht so doll, ne, wie jetzt hier, ne? Da ist hier alles satt grün. Deswegen werden wir uns jetzt hier mal drum kümmern, fröhlicher Jahrmarkt, Dankeschön, werden wir uns jetzt hier mal drum kümmern und quasi hier noch ein paar Verschönerungen hinpflanzen und dann sollte das eigentlich im Prinzip auch klappen, ne? Dann setzen wir hier mal lustige kleine Büsche hin. So, guck mal, wie das aufblöppelt. Ne? Und schon wird's hier hübschi. So, hier noch ein Blümchen hin. So, vielleicht hier sogar noch eins hin. Na, guck hin. Ne? Das sollte jetzt... Jetzt sollte das passen. Dann hauen wir die hier nochmal raus. Ja, oh, warte mal, ich muss ja aber erstmal gucken, wer genau da nochmal arbeitet. So. Zack, 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 zack. Ja, ja, ich vertreibe euch jetzt nochmal. Mein Gott, sind die nachtragend. Gibt's ja gar nicht. So. Oder warten wir erst ab, bis das runter ist. Nicht, dass wir uns flöten gehen. Warten wir mal ab. Ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen lieber. Ja. Warten mal ab, bis der Batzen da weg ist. So, das schaut doch schon mal gut aus. Bist du schon komplett fertig? Ja. Dann setzen wir uns mal hier einen Träger ein. Da müsste doch eigentlich gleicher Beruf. Weitere. Ja. Wie nehmen wir denn? Ist an die Wurst. Er ist hier am nächsten. Dann nehmen wir halt ihn hier. So, und hier packen wir Werkzeug rein und dann müsste sich es eigentlich erledigt haben. Ja, hat's. Hat es. Sehr schön. Ratschlag befolgt, ein Traum. Ein Erfolg, der uns sowieso nichts bringt, weil wir mit Mods spielen. Und dann sind ja die Errungenschaften und die Erfolge eigentlich komplett für Popo. Na? Jo. Soweit, so gut. Dann hätte ich gesagt, machen wir es ganz einfach doch jetzt mal so, dass ich das hier nutze und eventuell hier noch ein Lager hinsetze. Muss man mal gucken, was da jetzt am besten wäre. Ja, machen wir das. Machen wir das mal. So, 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 so. Kleiner Getreidespeicher. Dann holen wir uns die Hütte hier mal hier ran. Wupp. Drehen die uns einmal. Und setzen die dann hier einfach mit dran. So. Dann schaut es schön aufgeräumt aus. Können wir hier noch ein bisschen mit reingehen. So. Bauen bitte. Jut, 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 jut. Ich finde es so affig mit dem
so blöd. Aber gut. Aber okay. Dann ist das so, ne? So, dann machen wir es den hier auch noch mal ein bisschen hübscher. Vielleicht ziehen sie das noch lieber hier rein. Wir werden das ganze Ding jetzt hier erstmal einzäunen. In gewohnter Art und Weise. Gehe ich mal hier an dem Baum dann vorbei. Ja, vielleicht so sogar. Dann lassen wir hier ein Stück offen. Und dann gehen wir hier ein Stück weiter. Dann hier einfach so rüber. Und das Ganze hier dann wieder abgeschlossen. So. So. Aufmachen. Ja, dann ist das schon mal. Schaut schon ganz nett aus. Gut, dann gehe ich hier noch ein Stück. Ich wollte jetzt eigentlich das. Ich wollte jetzt das hier. Nein. Gibt er mir nicht, okay. Dann machen wir es so. So. Vielleicht sogar noch ein Stück weit weiter offen. Das taugt. Ja, schaut doch lieb aus. Richtig lieb. So, dann husche ich mal wieder mit hier hin. Hier setzen wir jetzt, warte mal, was hatte ich da drin? Brot und Fisch. Dann setzen wir hier mal Brot und Fisch rein. Brot und Fisch. Und wir holen uns hier den... verdammt. Der hat sich, glaube ich, verrannt. Wo ist er denn? Da ist er. Zack. So. Das kann ich hier ausmachen. Der huscht jetzt dann darüber. Das hier passt auch. Das ist okay. Ist da drüben, ja. Dann können wir die Hütte hier wieder abreißen. So. Dann hätten wir das Problem auch erledigt im Schnelldurchgang. So. Dann will ich jetzt mal gucken. Das war, glaube ich, in der Fantasy-Mod. Soweit ich mich noch erinnere. Relativ weit unten, ja. Da haben wir doch hier die lustigen kleinen Türchen. Oh, die bringen auch nochmal hier einen Boost. So, aber ich würde es so machen. Ja, ist, glaube ich, besser. Gut, dann setzen wir uns das mal hier passend an. Na komm. Ja, so ist gut. Ein bisschen drehen vielleicht. So. So. Und dich packe ich dann mal hier mit drauf. Ja, aber hallo. Da schaut er schon mal nett aus. Gut. Jetzt lasse ich mal bauen und dann was weg. Ja, schön. So, dann kriegen die natürlich auch ihren eigenen Garten. Hm. Neue Erzählung macht die Runde. Wir sind wieder. Ah, ja, okay. So, dann geben wir ihnen mal einen Garten. Das machen wir jetzt allerdings ein bisschen schöner. Schöner. Allgemeine Dekoration. So, hier hingepflanzt. Dann nehmen wir natürlich Schlamm. Dabei ist es vollkommen wurscht, welcher. Und wir sagen modulare Blöcke. So. Genau. Ja. Da setzen wir uns jetzt mal einigermaßen hin. Da passe ich den Zaun, nehme ich dann dementsprechend an. Am besten hier so. Eine Reihe müsste eigentlich reichen. Ich finde, das ist einigermaßen so vielleicht. Das Ganze ein bisschen hoch. Ein bisschen Gras durchscheinen lassen, ist auch okay. Und dann setzen wir das ganz einfach mal hier an und hier an. Dann ein bisschen vermitteln, ne? So. Ja. Passt das? Ne, nicht ganz. Jetzt. So. Und dann kriegt es natürlich noch eine Steinumrandung, weil die kommen dabei immer gut. So. So. Und so. Blöbbel hin. Ja. Blöbbel, blöbbel. Ja, schaut doch gut aus. Das kann man so lassen.
Das kann man so lassen. Sag mal, lass mich mal jetzt bloß mal gucken, dass man hier den Zaun noch ein bisschen. So. Dann passt schon. Und hier passt es eigentlich auch. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Mhm. So, und dann kriegen die ihren kleinen Garten. Da, 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 da. Hatte ich hier nicht Kraut? Ja, hab ich. Da hatten wir Kraut. Das werden wir uns jetzt hier mal gönnen. So. Dann können wir noch das Kraut nehmen. So. Das passt. Das passt. Haben wir da noch was? Ja, hier, guck mal. Können wir doch hier mit drapieren. Das ist gut. Und sonst haben wir pflanzentechnisch nichts, was interessant wäre. Können wir einfach eigentlich auch Blumen? Ja. Können wir hier noch so ein paar Blümkes in einer Reihe? So. Einfach ein bisschen wilden Wuchs. Ja. Das passt. Und dann hauen wir einfach noch ein paar Melonen, wollte ich schon sagen. Kürbis mit drauf. Hier. Ja. So. So. Ich brauche jetzt höchstens noch das Kraut, ne? Da nehmen wir ganz einfach nochmal. Dann nehmen wir ganz einfach nochmal, ich tue mal das Mikro ein bisschen näher an meinem Mund, weil es ist schon spät und da spreche ich immer ein bisschen leiser, weil ich nehme ja Rücksicht auf meine Nachbarn. So, ab und zu. So, dann drehen wir uns das mal hier ein bisschen schön und wild und rund und ja, das sollte reichen. Das sollte doch reichen. Ja, schaut gut aus. Das schaut doch ganz nett aus. Okay. Dann brauchen wir natürlich noch Wege. Oh, ich glaube, ich mache es mit der neuen. Ja, mal. So, also. Fangen wir nochmal an. Zack. Zack. Gut. Ja, da müssen wir das so machen. Ja. So, 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 so. Und dann diesen hier. Und dann hier einmal durch. So. Das reicht schon. Dann würde ich sagen, hauen wir uns den hier so hin. So. Und das Ding hauen wir uns einfach so daran. So. Das ist doch nett. Ja. Alles klar, Spiel. Da, das können wir hier noch mit ran dümpeln. So. Das schaut doch gut aus. Tut, 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 tut. Dann hauen wir hier noch ein Körbchen hin. Vielleicht hier noch so eins hin. So, das reicht. Das reicht vollkommen. Und wir haben ihnen ein schönes Zuhause geschaffen. Ja, da würde ich sofort einziehen. Da würde ich wirklich sofort einziehen. Das ist nice. Das gefällt mir. Ja. Gut, dann lassen wir das doch einziehen, oder? Hätte ich hier vielleicht noch einen Brunnen hinsetzen sollen? Eigentlich Quatsch, ne? Das ist eigentlich kompletter Quatsch. Nee, machen wir nicht. So, also gut. Dann hauen wir sie mal hier raus.
Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob sie dann da einziehen. Du, 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 du. Und dann muss ich erst mal gucken hier. Dam, dam, dam. So, also gut. Wen hangen wir denn? Dann die, da, sie haben wir vertrieben. Dann haben wir den Glewin weg. Dann haben wir Abrafan. Hauptsache Fan. Und dann haben wir noch sie hier. So. Bin ich mal gespannt. Da bin ich doch mal gespannt, ob ihn das jetzt hier so taugt. Ich könnte sogar noch einen on top setzen. Also wenn es dann auch wieder nicht klappt, dann haben sie Pech gehabt. Dann haben sie echt Pech gehabt. So, kriegen die hier noch so ein Bäumchen mit dran gesetzt. Bringt ja auch nochmal hier Schmackes. Ah, es klappt. Ich habe schon einen reingehen sehen. Vielleicht sollten wir ihnen noch eine Bank gönnen, ne? Das können wir noch machen. Das sollten wir vielleicht wirklich machen. Hier so eine kleine Holzbank. Machen wir ihnen mal hier eine hin. So. Klack. Und vielleicht sogar noch vorm Haus. Wäre glaube ich auch nicht schlecht, ne? Hier so eine hin. Können sie sich vielleicht dann mit der kommenden Nachbarschaft unterhalten. Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So, dann kriegen die auch nochmal hier einen Baum, oder? Ne, verdeckiges Fenster, ne? Nee. Bauen. Bauen. So, guck mal. Och, ist das allerliebst geworden. Och, ist das schön geworden. Nee, was ist das schön? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann kontrollieren wir doch mal alles. Ja, passt. 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 Passt noch nicht. Die Ingreda. Aber auch die wird ihren Weg finden. Hoffe ich doch mal. Also, hoffe ich. Ne? So, Erzählung. Überschüssiges Baumaterial. Auch nicht schlecht. Das passt. Aber mit der Kapelle kommen sie irgendwie nicht vorwärts, ne? Fehlt hier irgendwas Entscheidendes? Oh! Ja. Da fehlt ja noch was. So, gucken wir mal, ob sie es jetzt auch kapiert hat. Ja, jetzt wohnen alle drin. Das ist doch herrlich. Das ist doch schön. Das freut mich. So, behauene Steine. Wir brauchen behauene Steine. Ich schicke nochmal, wenn wir da oben nämlich Stein haben, na, dann sollten wir das dann auch dementsprechend ansiedeln. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schicken nochmal die Frau Sonnenschein los. Das ist wieder ganz woanders. Auch woanders. Auch woanders. Auch woanders. Auch woanders. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Ne, wir haben da nichts mehr. Das ist super. Super duper. Oh, das ist aber... Puh. Das ist jetzt aber echt am Popo der Welt, ne? Tja, dann werden wir das hier wohl noch weiterhin behalten, ne? Ja, gut. Aber ist ja wurscht. Da würde ich vorschlagen, dass wir das hier so hindödeln. Dann liegt es relativ nah beieinander und sie stören keinen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil hier wäre es doof. Also gehen wir lieber da oben in die Richtung hin. Ja, komm.
Machen wir da oben hin. Dann ist da mal Ruhe. So, und wir sollten hier vielleicht noch ein Lager hindödeln für Stein und behauenen Stein. Das macht Sinn. Kleines, kleines Lager. Nämlich ein großes Lager. Das ist wieder so ein riesen Öschel. Öschelböschel. Ja, obwohl ist er nicht wurscht, da stört es eigentlich keinen. Aber es ist größer wie das Haus. Nee. Nee, 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 nee. Da, dann nehmen wir lieber sowas. Nochmal, mache ich dann lieber irgendwann mal zwei nebeneinander, wenn es nicht reichen sollte. Das ist auf jeden Fall besser. So, Tür dran. Vielleicht sogar zwei Türen. Tun sie sich leichter beim Laufen. Und bauen. Dann kriegen wir das mit dem Bauen im Stein hin und dann schaffen wir das auch locker mit der Kapelle da. Okay. Soweit, so nice. Hüpp. Schaut's denn hier oben eigentlich allgemein aus? Entertainment ist okay. Bären, Fisch, ja, ja. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Das passt alles, das ist gut. Gut, dann können wir uns nämlich schon mal überlegen, wie wir das jetzt mit der Schmiede machen. Weil jetzt muss ich ja dann doch überlegen, wo ich was hinbaue, ne? Normalerweise ist eine Schmiede immer ein bisschen außerhalb vom Dorf wegen dem Lärm und dem Gestank. Wenn wir die Schmiede haben, brauchen wir allerdings auch eine Köhlerei, ne? Das wird schmierig. Das wird nicht leicht. Wie ist denn das mit der Schmiede? Habe ich die überhaupt schon? Ich glaube, die habe ich noch gar nicht, ne? Lass mal gucken. Lass mal gucken, ob wir das schon haben. Ich glaube nicht. Genau, Werkzeugherstellung, Köhlerei, Eisenschmelze, Schmiede. Schalten wir uns mal frei. Was warst du? Luxusgüter brauchen wir jetzt, glaube ich, dann brauchen wir es, weil die Schmiede hat, glaube ich, den Bürger drin. Glaube ich. Habe jetzt gar nicht mal so im Kopf. Trinken wir erstmal einen Schluck Kaffee. Viel wichtiger. So, kleines Lager gebaut, das ist schön. Bildhauerwerkstatt, nee, Bierproduktion brauchen wir jetzt auch gerade noch nicht. Haushaltsgüter könnten wir dann auch in Erwägung ziehen, aber das lassen wir jetzt erstmal. Was haben wir sonst noch? Schönes, steinernes Gutshaus. Ach, jetzt kriegen wir es. Ich nehme es mal. Kämmerei. Okay. Nun gut. So, Schmiede. Eisenschmelze macht Dreck. Okay. Wo ist meine Schmiede? Schmiede ist hier. Ach, guck mal hin. Die macht also jetzt nichts Neues. Okay. Dann können wir die Schmiede ja eigentlich so platzieren, wie wir es gerne hätten. Eisenschmelze und Co. würde ich... Warte mal, wir können die Köhlerei ja auch hier so in dem Waldgebiet unterbringen. Das ginge auch. Dann haben wir hier die Schmiede. Und wir könnten eigentlich... Machen wir hier die Schmiede hin? Hier ist alles schon relativ voll, das würde ich gar nicht mal... Oder aber... Das ging auch. Wenn wir die hier so platzieren, schaut doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So. Können wir hier die Schmiede platzieren. So.
Ja, da basteln wir dann schon was Schönes raus. Und ich werde jetzt mal hier das mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen schöner hinkriegen. So. So ist gut. So, und dann hier schon mal eine neue Straße anfangen. Den können wir eigentlich so gehen. Den lasse ich ein bisschen breiter. So. So. Und so. So. Und dann gehen wir hier. Jetzt steht mir da die Kapelle im Weg, ne? Wir können das Ganze aber auch so gestalten, dass wir dann hier entlang so gehen. Hier so. Und dann machen wir hier einen kleineren Weg, der nicht ganz so wuchtig ist. Und lassen den dann hier einmünden. So. Straßenplanung, ganz toll. Okay. Was ist hier los? So. Das da drauf. Du da drauf. Dich ziehe noch ein bisschen raus. So. Und so. Das müsste eigentlich reichen. So. So. Und dann machen wir das hier weg. Okay. Dann haben wir das schon mal einigermaßen hier festgelegt. Okay, die Schmiede ist gebaut. Das ist schön. Die bekommt noch ein extra Häuschen drauf. Dann haben wir hier einen Weg, der dahinter führt. Mhm. So ist der Dude. Tut, tut. Ja, schaut gut aus. Das kann man so lassen. Das ist jetzt einfach nur mal angezeichnet. Es wird danach sowieso ein bisschen anders werden. Okay, das habe ich mir jetzt mal angezeichnet. Dann kriegt der Schmied natürlich noch ein Haus. Was natürlich im gleichen Stil sein sollte. Deswegen würde ich vorschlagen, werden wir uns mal gucken bei die Stonegate Mod. Ja, nehmen wir die Stony. Stony. Oh, warte mal. Nee, nur gemeiner. Okay, dann brauchen wir aber trotzdem. So, und haben die nicht Light Gray, Dark Gray? Das ist doch. Oder ist das Wooden Gray? Sandstone. Thatched. Wooden Gray haben wir gar nicht. Dann nehmen wir das Dark Gray mal. Und wir werden uns Haus Level 2. Da. So. Und dann können wir uns mal gucken, was wir hier so zum Bieten haben. In dem Bereich. Main Building. Übertrieben. Vollkommen übertrieben. Passt nicht dazu. Warum übertreiben die da so? Rund ist doof. Das ist Quatsch. Was haben wir hier? Keep House brauchen wir nicht. Entschuldigung. Okay, dann nehmen wir doch hier sowas. Bam, 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 bam. Stone Main. Oh. Das ist doch nett. Schmied verdient gut. Dann können wir das doch eigentlich hier mit so randümpeln, oder? Ich meine, da kommt ja sowieso keiner hin und kauft was, ne? Also von daher gesehen, ist das jetzt auch wurscht, aber wir können auch einen kleinen Weg noch hierhin machen, dann sind wir safe. Aber das gefällt mir ja ganz gut. Ja, ist mal was anderes. Ist mal was anderes, aber haben wir noch Fenster. Fenster. Welche nehmen wir denn da am besten? Was haben sie denn da? Die normalen haben sie da. Ja, dann nehmen wir die auch weiterhin. Da, 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 da. Dip. Und dip. Und dip. Und dip. Mhm.
Hier machen wir noch einen schönen Ärger hin. Zack. Dann haben wir es eigentlich schon. Dann ist okay. Hätte ich gesagt. Haben die keinen Schornstein? Wie heizen die? Wo hat denn das jetzt gerade gesnappt? Hier, ne? Mitten im Haus. Kann man die eigentlich... Nee, kann man nicht. Okay. Kann man nicht... Das ist jetzt natürlich doof, dass ich keine Chance habe. Auch kein Außenschornstein. Das war oben noch. Nix. Ne. Nö. Keine Chance. Gut, kein Schornstein. Sie werden es überleben. Vielleicht haben sie schon moderne Dunstabzugshauben. Weiß man's? So. Ach komm, den ist den ganzen Tag heiß genug. Ne? Da müssen die ja den auch noch einheizen. Okay, dann haben wir ja gesagt, machen wir hier noch einen kleinen Weg hin. Ja, guck mal, das passt doch super. Schaut doch gut aus. So, dann machen wir von hier aus einen Weg. Ein Weg. Der Weg, der muss es sein. La 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 la. So. Liebe Kinder, gebt fein Acht, was ich euch mitgebracht. So. Der böse Onkel mit den Bonbons. So, einmal hier noch rum. Da müssten wir eigentlich relativ gerade dahin kommen, oder? Ja. Das schaut gut aus. Das kann man so lassen. Das nehmen wir so. Bitteschön. Ganz ist gut. Dann können wir eigentlich auch hier sofort anfangen und das mal drapieren. Vielleicht sogar. Ist jetzt der Tacken zu groß, ne? Das ist ein Tacken zu groß. Ja, nee. Obwohl, warte mal. Mir fällt da was ein. Wir machen mal das Tee hier weg. Und dann lasse ich hier schön eine Grasnarbe stehen und dann gehen wir hier so rüber. So. So. Ja, irgendwie so. So, dann schalten wir Tee wieder ein. Und können dann hier einmal lang gehen. Zack, 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 zack. Hey, da baut er mitten in den Zaun rein. Ja, macht er. Weil er es kann. Und weil es muss. So, und dann gehen wir hier schon mal leicht rüber. So. Ah, jetzt sehe ich wieder nichts. So. Na komm. So. Dann machen wir die wieder aus. Und gehen hier mal so entlang. So. Jetzt sogar noch Tacken. So. So. Und dann das Ganze so. 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 Komm. Und so noch. Blöpp. Okay, das baue ich jetzt mal. Haben wir. Dann kommt nämlich das hier alles weg. Zack. Na, nicht hin. Weg. Weg, 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 weg. Weg. Das kann auch alles weg. So. Weg. Weg, weg, weg. So. Ja. Jetzt wird ein Weg draus. Das ist doch einwandfrei. Okay, und dann brauche ich jetzt meine heißgeliebten... Na. Genau. Die da. Und die werden wir uns jetzt... War nicht schon immer so klein? Schaut so mini aus. Die werden wir uns jetzt ganz einfach mal hier platzieren. Zack. Dann hier einmal rübergehen.
außerhalb des Territoriums. Willst du mich jetzt ärgern? Spiel! Ich kaufe dir jetzt wegen zum Pressen nicht sowas. Bin ich da wieder? Meine Damen und Herren, Sie sehen einen Traum zerplatzen. Ja, so arg. May. Ach, guckt euch das an. Guckt euch das an. Na komm, nehmen wir. Weil ich muss sowieso dann die Eisenschmelze hier irgendwo platzieren. Hier. Na, und dann hier vielleicht noch Wohnhäuser etc. Kohle, das brauchen wir dann sowieso. Na ja, komm, komm. Wir haben's. Ne? Sind wir mal nicht so geizig. So. Dann kann ich jetzt hier dann schön weitermachen. Mal gucken, dass wir einigermaßen wenigstens richtig sind. So. Und dann einmal in die Mitte rein. Diese Perspektive ist irgendwie recht schwierig. So, einmal, das müsste ungefähr die Mitte sein. Zack. Dann hier von die Mitte. Muss ich wieder ein Stück weiter rüber. Na komm. Zack. Und hier von die Mitte. Dann müsste man es eigentlich haben. Zack. Jawohl. Sollte einigermaßen passen. Ich will es auch gar nicht genau haben, weil die nicht so genau stehen sollen. So. 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 Dann gehen wir hier noch weiter. Machen wir diesmal so und so. So, 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 so und so. So. Sollte das klappen. Gut, Weizen. Hammer. Machen wir die Bolle ganz glücklich. Klingt nach einem guten Geschäft. Und gleich losschicken. Weizen ist geliefert. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Dann haben wir hier nämlich einen schönen kleinen Weg, der bis dahinter geht. Das ist natürlich ideal. Ja, das wird schon. Das wird schon schön ausschauen, wenn die ausgewachsen sind. Okay. Wir haben den Schmied. Schmiedli. Der Schmied kriegt jetzt auch gleich mal einen Brunnen hingeliefert. Da nehmen wir den ganz normalen, rustikalen Dorfbrunnen. Wo ist er? Ist der so weit hinten? Ach, weißt du was? Brunnen vor dem Tore. So. Zack. Passt. Kann gebaut werden. So, behauene Steine, genau. Da war ja was. Da hocke ich mir jetzt einfach mal einen rein. So. Da setzen wir einen rein. So. Und da kommt jetzt hier rein Stein. Und Stein. Und behauene Stein. Behauene Stein. So. Gut. Da kommt unser Steinmetz. Und ackert auch gleich los. Das passt. Das ist alles jetzt erstmal ein bisschen provisorisch. Das müssen wir noch alles ein bisschen umgestalten. Brunnen ist gebaut. Das ist auch gut. Dann dümpeln wir das Ganze mal hier noch ein bisschen. Oder tüten wir das Ganze noch ein bisschen ein. Indem wir hier noch mit dem Zaun ein bisschen rumarbeiten. Ja, das ginge von hier. Ja, komm. Machen wir hier. Dann lasse ich hier offen. So. Dann wird es hier zu. Können
Brauche ich ein bisschen so gehen. Dann schaut es ein bisschen interessanter aus. So. Und dann lassen wir das hier einmal zu werden. Ja. Ja. Dann können wir hier relativ nah ans Haus hin und können eigentlich hier zumachen. So passt das. So, dann hier auf und hier auf. Gut, dann hätte man das auch mal festgelegt. Da kann ich noch mal ein bisschen nachjustieren. Nur ein bisschen. So. Okay. Das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Ach komm, das gefällt mir nicht. So. Besser. Viel besser. So, dann hier noch zumachen. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ja, dann haben wir es doch eigentlich schon. Dann haben wir das doch schon mal hier angelegt. Hier muss jetzt dann noch der Weg weiterführen. Ja, dann machen wir doch hier mal gleich mal die Abkürzung. Aber ich lasse das mal hier so reinlaufen. So. Und dann. Das ist gut. Ja, guck mal, schaut doch nett aus. Schaut doch nett aus. Können wir hier eventuell sogar noch eine zweite Landwirtschaft mit hin platzieren. Das ist ja nicht das Problem. So, jetzt müssen wir die Ecke hier noch schön machen. Machen wir das über... Oder machen wir das da? Ne, machen wir hier mit. Machen wir mal hier. Ganz klassisch. Rustikal. So. Da vielleicht noch zwischendrin die Dinger mit reingedöppelt. Dann noch was Kleines mit rein. So. Dann haben wir hier eine kleine buschige Ecke. Wir können das hier noch ein bisschen ausweiten. So, wollen es ja nicht übertreiben. Blub. Dann schaut es mal so aus. Und wir werden hier Dekoration. Allgemeine Dekoration. Machen wir es ihnen noch ein bisschen hübscher, ne? Wertet ja auch gleich wieder das Gebiet ein bisschen weiter auf. Die kriegen hier noch ein Ding hin. Und auf jeden Fall La Banca. Dass sich die Leute hier ein bisschen hinsetzen können. So und so. So, dann haben wir hier eine kleine Sitzecke. Dann kommt auch schon der erste, ne? War klar. Vielleicht sollten wir ihnen den Weg hier ein bisschen abkürzen. Wir können denen eigentlich hier ein kleines Tor hinsetzen. So, dann haben sie es nicht ganz so weit. Ne? Dann haben sie es nicht ganz so weit. Ja, schaut doch gut aus. Das schaut doch schon mal ganz nett aus hier. Da können wir eigentlich auch, warte mal, nehme ich das hier. Ja, komm. Sonst noch irgendwas? Können wir da noch ein bisschen Deko zurückmachen? Oh komm, da hat jemand seinen Hopfen verloren. Den Glauben. Trauben. Da hat jemand einen Korb mit Trauben stehen lassen. So. Kommt bestimmt irgendwann wieder einer und holt. So, was können wir denn noch machen? Grabstein. Ein Grabstein nicht, aber wir können hier doch eigentlich so ein kleines. Geht das?
Einfach so ein Gedenkkreuz irgendwie. Muss ja jetzt nicht ein Grabstein-Dingsbums-Gedöns sein. Kann man ja anders interpretieren. Na? Machen wir doch sowas hin. Haben wir noch gar nie gemacht. Tür brauchen wir nicht. Somit hätten wir alles durch. Gott. Ja, schön. Na, guck. Kleines Andachtskreuz. Vielleicht hat da jemand seinen Hund begraben. Weiß man's. Gut. Nun schau doch nicht aus. Oh, jetzt latschen die alle da durch, ne? Das ist natürlich jetzt... Das war jetzt nicht so geplant, Leute. Hallo. Vergiss es. Könnt ihr knicken. Also glaubst es. Frech. Frech wie Bolle, ey. Jo. Haben wir das da? Da, da, da. Hier machen wir dann auch noch ein bisschen hübsch. Das passt dann. Die Ecke können wir hier noch ein bisschen aufwerten. Habe ich das in den Dekorationen mit drin? Nein, habe ich nicht. Nee. Habe ich nicht. Warum nicht? Schade, schade. Wer sich fragt, was ich jetzt gesucht habe, ich habe so eine kleine Scheune gesucht. Habe ich die da mit dabei? Hallo? Ich will da was bauen. Nein, darf ich nicht. Gut. Ist verboten. Ist verboten. Naja, machen wir es anders. Komm, dann machen wir es anders. Wir sind doch flexibel. Ne? So. Dann machen wir das halt anders. Weil wenn wir schon da schon einen Holzstapel haben, dann können wir das ja noch ein bisschen ausbauen. Ne? Ist ja ausbaufähig. Lass mal kicken, wo war denn das? Da. Dann machen wir hier einen Hackebeter. So. Buff. Dann machen wir da hier. Können wir hier noch ein bisschen weiter machen? Ja, ne? Können wir hier noch Holz mit dran basteln? So. Vielleicht hier sogar noch hin. Weil die brauchen garantiert mehr Holz. So, und dann setzen wir. Was ist denn eigentlich hier der Unterschied? Gespeichertes Brennholz. Gespeichertes Brennholz. Gehackt. Protokolle. Okay, dann nehmen wir es gehackt. So. Das kommt hier dahin. So vielleicht. So, davor. Das ist okay. Und dann kommen die Protokolle, die kommen hier hin. Die meint weg. Die kommen hier hin. So. Im Haus muss ja auch geheizt werden. Obwohl sie keinen Schornstein haben. Die kriegen auch nochmal einen Hackepeter hier hin. Brennholz gehackt, das ist doch gut. So, einfach mal ein bisschen als Deko. Na, schauen wir es uns mal an. Ja, passt schon. Das ist auch okay. Das ist fein. Dann müssen wir allerdings schauen, dass wir hier den Weg natürlich noch ein bisschen weiter reinführen. Weil irgendwie müssen sie ja zu ihrem Hackepeter kommen, ne? Und ja, ich weiß, Hackepeter ist eigentlich ein Hackbraten, ne? Oder? Erzähle ich Blödsinn? Glaube schon. Bei uns war das immer der falsche Hase. So. Aber das kann man so lassen. Das kann man so lassen. Das kann man auch so lassen. Hier würde ich sagen, sind die natürlich immer am Wasser holen. Da können wir ruhig mal ein bisschen Platz machen. Hier sind sie am Hang. So, das läuft. Und ansonsten ist der Weg garantiert ein bisschen strapazierter. So. Und von hier geht er natürlich dann auch so raus. Da können wir noch ein bisschen stehen lassen. Das kommt weg.
Dann sollte das eigentlich gut ausschauen. Komm mal, machen wir es sicherheitshalber hier auch nochmal. Nicht, dass uns das irgendwann mal zuwuchert. Hier brauche ich eigentlich nichts. Ich mal lasse hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Ja, besser. Viel besser. Ja. Um Welten besser. Okay. Das schaut doch gut aus. Das kann man auch so lassen. Schade, dass wir nicht solche Kisten hier haben. Na? Das ist natürlich schade, aber wir haben doch eigentlich auch noch diese Kohle-Dinger, ne? In der Fantasy-Mod mit drin. Oder war das... Doch. Muss ich doch, wieder gesagt. Selbst das bringt tolle Sachen. Guck mal, dann machen wir doch hier den so hin, oder? So. Das passt. Dann eventuell noch irgendwo Kisten hinstellen. So. So. Und so. 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 Und dann natürlich verschiedene Werkzeuge. So. Waffen nicht. Dann könnte man doch hergehen. Schaufeln? Genau, die haben sich spezialisiert auf Schaufeln. Packen wir den hier, ne? Hier so. So. Schaufeln. Landwirtschaftliche Geräte. Äxte. Spitzhacken. Genau, Spitzhacken. Stellen sie auch noch her. So. Einmal. Und dadurch, dass er hier der angebliche Laden ist, stellen wir hier auch nochmal welche aus. Hier so hin. Dann schaut das doch fein hier aus. Gut, viel mehr wollen wir lieber nicht machen, ne? Wasser haben sie. Komm, wir kriegen noch hier ein bisschen Wäsche hindrapiert. So. Ja. Das passt. Dann noch den Kübel ein. So. Und dann soll es eigentlich gewesen sein, oder? Finde ich. Machen wir hier noch eine Bank hin. Machen wir noch ein Bänkchen hin. Dudai. So. Hier so hin. Zum Ausruhen. Eine hier hin. Vielleicht sogar noch hier einen hin. So. Na guck, und schon kommt Leben ins Szenario. Das passt doch. So, und damit das hier nicht so blöd ausschaut, werden wir natürlich auch noch hier mit schönem Buschwerk arbeiten. Das ist mal relativ flott gemacht. Schaut eigentlich immer ganz nett aus. So. Lass mal ruhig bis hier hingehen. So. So. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Ach, das sind die Findlinge, die kein Mensch braucht. So. Ja, das ist doch okay. Passt doch. So. Und so. Na guck mal, ratzfatz. Ratzfatz schaut schon wieder ganz anders aus. Ja. Das lassen wir so.
Das taugt mir. Ist meine Kapelle eigentlich schon fertig? Ja. Der Turm ist vollkommen übertrieben. Vollkommen übertrieben. Aber gut. Kann man nichts machen. Unsere Dorfbewohner sind zufrieden. Das ist weitaus wichtiger. Aber das ist ja totaler Quatsch hier. Vollkommener Käse. Und weil ich jetzt gerade da bin, machen wir hier natürlich auch beschehen. Ja? Ganz einfach. Nee, du bist so klein. Du bist zu klein. Heidelbeeren? Mir auch zu klein. Ich brauche hier was. Ups, was Oschiges. So. Und dann können wir hier ein bisschen mit Kleingemüse arbeiten. Dass es ein bisschen eingewachsen wirkt. So. Und. Sind eh keine Fenster. So. Das ist okay. Das ist okay. Aber das mit dem Turm, das ist totaler Quatsch. Ja gut. Na. It is wie dies, ne? It is wie dies. Bauen wir das mal fertig. Dann hätte ich aber ganz gerne hier noch ein bisschen Eyecatcher. Einen Eyecatcher, den wir hier einmal so herumgehen lassen werden. So, guck so. Easy Eyecatcher fertig. So schnell geht Eyecatcher. So schön. Schön ist die Welt. So schön. So. Mhm. So kann man das mal lassen. Und dann werde ich mir aber noch holen eine kleine Spaß. Allgemeine Dekoration. So, zack, weil dann will ich hier schöne Baum haben, der das ein bisschen noch ausschmückt. So vielleicht. So. Ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und dann schauen wir, ob wir hier noch einen besonderen Busch irgendwie platzieren können. Das schaut doch ganz nett aus hier. Zack. Und. Zack. Und das gleiche machen wir dann hier. Zack. Und zack. Dann ist es ein bisschen eingerahmt. So. Ja, guck mal. Feini. Die kriegen natürlich auch noch eine Bank. Aber hallo, wir sind die Kirche. Wir haben Geld. Bedeutet, kommt hier einfach eine kleine Steinbank. Dass da mal einer sitzt und in Ruhe meditieren kann. So. Schön. Dann muss ich allerdings schauen, habe ich hier irgendwo, ja, klar habe ich. Da machen wir doch den Weg fein. Ja. Hallo. So, bis zur Bank. Das hier passt, das können wir lassen. Ja, komm. Das ist doch in Ordnung. Ja. Komm mal angucken. Ja, geht. Passt. Wackelt. Oh, ich liebe solche Alleen. Ich liebe echt solche Alleen. Das ist für mich der Inbegriff von Schönheit. So, da lungert wieder einer rum. Holz. Ja, geht. Geht, geht. Holz. Haben wir. Holz geliefert. Auch wunderbar. Ja. Ja, fein. Die sind hier glücklich. Kriegen immer wieder Besuch von fremden Menschen. Hier oben ist allerdings jetzt hier irgendwie wenig los. Ne? Könnte es sein? Kann es sein, dass wir hier voll sind? Mhm. Mhm. Sind wir. Deswegen lungern die rum. Deswegen müssen wir gucken. Wir brauchen natürlich die Eisenschmelze und die würde ich ganz gerne hier drapieren, ohne dass irgendwas hier falsch läuft. Jetzt lassen wir mal gucken. Eisenschmelze. Wo haben wir das? Ressourcenproduktion. War die da drin? Ja. Weil die macht nämlich braun. So.
Und die Eisenschmelze, die haben wir dann hier so. Und wo ist dann hier so der Eingang? Ich würde den hier nehmen. Das schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann putten wir den mal hier relativ zentriert rein. Das ist okay. Ah, Gatz. Und damit die hier weiterarbeiten können, würde ich vorschlagen, werden wir keine Forsthütte bauen. Werden wir einen Lagerplatz hier reinhauen. Kleines Lager reicht mir vollkommen. Nehme ich das oder nehme ich das? Wie ist das Größenverhältnis? Schaut gut aus. Da schaut gut aus. Das können wir hier nämlich so mit dran döbeln. Kann ich das so reinschieben? Schaut das aus? Funktioniert da noch alles? Versuch macht klug, ne? Könnte klappen. Könnte klappen. Dann kriegen die hier eine Tür. Und vielleicht sogar, wenn es geht. Ja, gerade so. Optimal. Gut. Ein kleines Lager bitte bauen. Und hier Eisenschmelze bitte auch bauen. So. 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 Ja, das könnte echt schön werden hier. Das könnte echt schön werden. Und die stören hier auch niemanden. Da kriegen wir dann hier sogar noch den Weg dann dahin für das Lager, oder? Das sehen wir dann. Auf jeden Fall können wir hier noch einen Weg weiterführen lassen, wo es dann quasi nochmal in die zweite Landwirtschaft reingeht. Weil wir müssen ja sowieso da hinten, ist das Glück der Welt. Ne? Deswegen müssen wir da sowieso lang. Aber das schaut auch schon mal ganz nett und lirb aus. Lirb. Machen wir das hier mit dem Weg dahin? Glaube nicht. Spiel. Ich glaub's nicht. Da werden wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen müssen. Ich kann das natürlich rot zeichnen und dann... Naja, jetzt sollen sie erstmal bauen, weil das wird sich ja dann sowieso dann auflösen, wenn sie dann nämlich weg sind. Dann wächst es wieder zu. Ich will jetzt bloß, dass die da oben weiter Zeug machen können. Das ist so der Plan. So, das kleine Lager ist schon mal gebaut, das ist gut. Warte mal. Natürlich auch noch ein Haus, ne? Das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen. Ah. Ich würde sagen, das schauen wir uns in aller Ruhe dann in der nächsten Folge an. So, was nehme ich denn jetzt als Thumbnail? Da würde ich sagen, hier unsere neue Schmiede, ne? Hier. Schmiede im Glück. Bauer sucht Schmied. So. So. So nenne ich die Folge. Bauer sucht Schmied. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Kommt mir gut in die neue Woche rein. Na, denkt dran, Weihnachten steht vor der Tür. Überlegt schon mal langsam Geschenke. Na, so lange ist es nicht mehr hin. Na, also gut. Ich freue mich auf euch. Na, würde mich natürlich immer, wie immer über eure Kommentare freuen. Über einen Daumen, über ein Abo. Wäre auch nicht so schlecht. Na, und wie gesagt, dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss.